So, da wären wir wieder. Wir sind jetzt nochmal kurz in den Gedankengang hier, um wirklich zu überprüfen, was wirklich sein kann. Wir haben ein paar Hinweise kombiniert und jetzt steht uns hier zur Auswahl, ob das wirklich ein harmloser Flirt war zwischen den beiden oder ob Lyme Hurtley so sehr geliebt hat, dass einfach getrieben wird, um einen Mord zu begehen. Das glaube ich nämlich. Das würde uns zu diesem Punkt hier führen. Gib ihm auf jeden Fall ein Motiv. Wenn ich jetzt mache, es gibt ihm nur, es macht ihn unschuldig. Das widerspricht sich damit. Ich glaube nicht, dass es ein harmloser Flirt war. Das könnte wirklich, da könnte wirklich mehr dran sein. Dass sie ihm wirklich ein Motiv zur Verfügung stellt. Dass sie vielleicht auch eventuell ein Glückswurf der Fall sein kann. Was Hurtley zum Täter macht. Weil die Schuhe passen, alles passt. Eigentlich, oder? Die Schuhe passen. Mit dem Glückswurf hat er die Möglichkeit, ihn wirklich zu durchbohren. Der Tabakbeutel beweist nur einen Besuch, nicht den Mord. Deswegen ist für mich Hurtley der Täter. Peter Carey wurde von Lyme Hurtley ermordet. Eifersucht und seine Liebe zu Careys Ehefrau sind das Tatmotiv. Peter Carey wurde von Lyme Hurtley ermordet. Keine Gnade heißt, sein Verstand wurde von Liebe für seine Frau benebelt. Der Mord geschah aus Leidenschaft und unter emotionalem Stress. Können wir ihm jetzt Gnade walten lassen oder nicht? Ich meine, nein, warum tötet, nein, keine Gnade für Hurtley. Ja. Ich denke mal einfach, Mord ist Mord. Is solved. I am now ready to present the guilty party. So tell me, who killed Black Peter? It was Liam Hurtley. That doesn't surprise me. I've never seen a guiltier looking fellow. He was in love with Judith Carey. It caused a conflict that proved fatal for her husband. I see. Come on now, let us confront him. Liam Hurtley, you are formally accused of the murder of Peter Carey. We are aware that you were in love with Carey's wife. He was a violent and irascible man. He needed to be eliminated. You had no qualms. But that's absurd. I'm innocent. Well, we caught you, lad. The case is resolved, Inspector. I shall return to Baker Street. War er wirklich unschuldig? Mr. Holmes. Goodbye for now. Sehen wir da jetzt irgendwie eine Abrechnung? Und danach nichts gesagt, um seine Schuld zu vertuschen. Dank ihrer Fertigkeiten kam jedoch nicht nur seine Beziehung zu Judith Carey ans Tageslicht, sondern auch die Tatsache, dass er in Woodmans Lee gewesen ist. Sie haben sich entschlossen, ihm gegenüber keine Gnade zu zeigen. Wir haben 15 Hinweise gefunden. Geschlussfolgt, dass Hurtley der Täter ist. Die Entscheidung ist keine Gnade. Halten, um Entscheidungen zu überprüfen. Select. Spoilergefahr. Heißt das jetzt falsch? Hurtley ist der Täter. Heißt das jetzt, dass es falsch ist? Scheiße.
Aber wir haben es jetzt so geschlussfolgert. Nee, wir tun ein anderes Ende auswählen. Gut. Nee, wir wissen jetzt zwar, dass es falsch ist, dass er nicht der Täter ist, aber ich würde sagen, wir erlassen ihm Gnade oder lassen Gnade walten für ihn. Denn ich denke, klar, das war jetzt irgendwie doof, weil wir wirklich fest davon überzeugt waren, dass er der Täter ist. Aber anscheinend ist das falsch. Wir kennen natürlich auch nicht das Motiv. Wir müssen jetzt nochmal alles kombinieren. Ja. Das wird für mich einfach nur Sinn machen. Weil ein Tabakbeutel beweist keinen Mord. Die Einbruchversuche haben wir halt noch übrig und eben die Blechkiste. Machen wir Gnade. Lassen wir Gnade walten. Ah, das ist wirklich. Okay. Das ist wirklich. Warum ist das falsch? Liam Hurtley. It was you who killed Black Pete. Then began the quarrel. He drew his knife, and in self-defense, you took up the. I deny everything. Calm down and thank your star. The case is very. Ich weiß nicht. Hä? Vielleicht hat irgendjemand von euch das Spiel ja gespielt und kann mir sagen. Wer es wirklich ist. Aber naja. Das war der erste Fall. Der schwarze Peter. Ja. Ei, ei, Captain. Das Rätsel auf den Gleisen. Das ist der nächste Fall. Den packe ich jetzt aber nicht mehr dran, dafür fangen wir ein neues Video an, machen wir einen neuen Tag. Morgen geht das nächste Rätsel auf den Gleisen los. Wir sehen uns dann beim nächsten Fall. Der erste war schon mal falsch, aber ich dachte, ich fand mich wirklich gut. Aber naja, anscheinend war ich wohl doch sehr falsch. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao. Tschüss. Adios.